So Leute, und wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hytale. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt diesmal ein kleiner netter Hase mit solchen coolen, ja, wie heißen die? Die Klingen, Adamant-Klingen, wie sie eigentlich X-Men immer hat. Und ja, ich habe jetzt hier schon mal eine Birne, die werde ich ganz kurz mal verspeisen. Und ja, sieht man schön, ist schon mal ein echt cooler Abend. Und meine ganzen Sträucher, die wir angebaut haben, die sind schon mal voll und wir können hier eigentlich schon mal genügend Zeug davon bekommen. Coole Sache. Und die Bienenstöcke sind auch voll. Was haben wir hier? Gemeißeltes Gras. Wo habe ich das hier? Wahrscheinlich irgendwo mal von jemandem bekommen. Das brauche ich aber eigentlich nicht. Was? Jawohl, das brauchen wir nicht. Weg damit. Das liegt jetzt einfach irgendwo mal herum. Und passt. Ja, dann machen wir mal ganz kurz hier unsere Honigwaben wo rein. Und dann verstaue ich noch meine restlichen Sachen. Was haben wir hier? Bienenlarven. Was kann man denn mit denen anfangen? Und natürlich die Honigbienen und die Bienenkönigin, die kam da wieder rein. Sehr gut. So, dann brauchen wir jetzt noch die Sachen hier rein. Und passt. So, was haben wir jetzt da alles? Zuerst mal kommt mein ganzes Essen und so weiter, muss ich dann nochmal richtig wohin machen. Ups. So, habe ich die Essenskiste gehabt? Habe ich, glaube ich, noch gar keine. Den Karren, den habe ich eigentlich, den muss ich irgendwo wegschmeißen, weil den habe ich letztens unabsichtlich mal gecheatet. Deshalb liegt er jetzt einfach hier im Wasser und der schwimmt da jetzt. Ich finde, das passt so auch. So, eine Kiste brauchen wir noch kurz fürs Essen und dann geht's weiter. Also für Fleisch will ich unbedingt eine extra Kiste haben. Und was habe ich da gerade gehört? Das legen wir jetzt alles mal heraus und extra hin, direkt an die Farm. Und da kommt dann, ja, das müssen wir alles dann später mal extra wohin schieben. So. Süßkartoffel, weiß ich nicht. Piefoleck, weiß ich auch nicht. Rhabarbera, Waldbeer. Rosenschlauch. Was ist das? Eichenlaub. Schachtelhalm. So viel komische Sachen, also. Schwarzechnings brauchen wir hier nicht. Pfeile brauchen. Okay, Fleisch können wir direkt drüber machen. Die Eichenlaub. Okay, ich schmeiß mal jetzt alles einfach so rüber. Und hier kommt unser anderes Zeug. Zucchini, Radieschen. So. What? Habe ich da was kaputt gemacht, oder? Das wollte ich eigentlich so nicht machen. Dann schauen wir mal. So. So. Dürfen jetzt einfach mal alles dann schön ernten. Ob ich dazu was sehe? Ich glaube, da habe ich hier noch, kommt wieder was. Selbst. Und ich glaube, das Ganze machen wir dann alles bald in eine unterirdische Farm. Weil unterirdisch ist ja cool. Und dieses Haus hier, das müssen wir auch bald jetzt mal vergrößern. Das ist ja jetzt. Wow, die wachsen ja ziemlich schnell hier. Und ja, da haben wir noch was, noch was. Hier auch noch was. Und hier auch noch was. Und da bauen wir wieder Bohnen. Set. Dann haben wir jetzt mal echt viel eingekauft, gemacht. Da kommt natürlich jetzt mein Fleisch auch dazu rein. Aber ich glaube, da esse ich jetzt mein eigenes Fleisch, weil das schmeckt ja ganz gut. Das wird jetzt hier Seelensand. Das müssen wir später mal besorgen. Ja.
Sehr gut, aber jetzt geht es mal darum, wie wir unseren Garten hier gestalten wollen und das Ganze hier dann umbauen wollen. Deshalb würde ich mal sagen, bauen wir uns da jetzt dann den coolen Zaun, wo wir dann einfach nur mal links, rechts gehen müssen und dann auf beide Seiten so Sträucher haben. Also so als Weingarten-Gegend, das würde mir halt persönlich ganz gut gefallen. Brauche ich mir jetzt eine andere Schaufel, weil die Goldschaufel, die will ich jetzt hierfür nicht verschwenden. Und wir haben noch ein Eisen, das heißt wir brauchen einen Stein. Okay, das heißt wir müssen zuerst mal ein bisschen minen gehen. So. Und da drin waren wir letztens schon in unserer Farm. Ach, Mine. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Da haben wir jetzt ein bisschen Dreck. Das macht nichts. Was ist denn das für ein Stein? Granit? Achso. Mit Granit können wir da auch was Schönes, Schickes bauen damit. Ich weiß gerade gar nicht. Haben wir hier... Nope, hab keine mit. Naja, ich hoffe mal, wir bekommen bald Kohle. Okay, Schule beim Bam hat sich jetzt wahrscheinlich erwischt, wie man sehen kann. Vom Zombie erschlagen. Okay. So. Okay, jetzt gibt's jetzt nicht... Ist ja wirklich nichts, wenn wir da weiterglauben. Einfach mal... Ich hoffe mal, da kommt jetzt plötzlich mal irgendwas. Oh, hier haben wir Kohle, jawohl. Unsere Beleuchtung ist gesichert. Hier hört man schon in der Ferne einen Zombie knurren. Und wir haben sogar Eisen gefunden, jawohl. Das geht jetzt sogar besser als gedacht, das Strip Mining für das, ja. Eisen, Eisen, frisches Eisen. So. Und mit dem bauen wir nachher dann unsere Hütte ein bisschen um. Und dann geht das schon weiter. Also nicht mit dem Eisen jetzt, sondern mit Holz und so bauen wir dann eine coole Farmhütte. Kommst du jetzt auf? Jawohl. Haben wir das hier mal? So, dann können wir gleich hier ein paar Fackeln bauen. Ich finde das Geräusch so cool. So. Und. Zack, oh. Ups, da haben wir schon eine. Und weiter geht's. Aber eigentlich denke ich mal, hätten wir jetzt dann genug Eisen, dass wir jetzt mal eine Schaufel bauen können und dann unseren coolen Weingarten, also nicht jetzt direkt Weingarten, also Bärengarten eher, den bauen können. Aber den baue ich jetzt so, dass es aussieht wie ein kleiner, aber feiner Weingarten. So. Du bekommst noch das. Hier haben wir schon wieder was. Da dürfte dann was ganz in der Nähe sein. Sparen wir uns für später auf. Deshalb. Oh, da liegt noch was. So. Und jetzt geht's wieder nach oben. An die Überwelt. Ja, nicht nass werden, ne? Das plätschert ja so schön. So. Hm. Willkommen zurück. So, jetzt müssen wir uns hier dann mal was haben wir denn hier? Böses Skelett. Müssen wir jetzt mal ein bisschen die Gärten bauen. Die baue ich jetzt einfach mal so entlang der Bäume. Die werden dafür ein bisschen abgeholzt und das wird das geht. Jawohl. Oh, hier hatten wir Eisen. Mensch, 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 Mensch. Da habe ich wieder nicht nachgeschaut. Aber ja, kann ja passieren.
So. Zwei Eisenschaufeln und los geht's. So, und dann müssen wir uns noch auf die Suche begeben zu den weiteren Sträuchern, oder? Nee. Das erste ist nicht. Nee. Hey, der Nero ist hier. Auf jeden Fall cool, dass du jetzt wieder mitspielst. Hi. Wäre cool, wenn jetzt ein paar mehr Leute jetzt dann direkt auf Hytale hier kommen könnten. Ja, ich finde sie ja immer ganz cool. Und hier kann man dann... Hier muss ich noch einen kleinen Holzaufgang bauen. Ja. Wie mache ich das? Hier Holzstufe, weitere Holzstufe. Und dann sollte das eigentlich gehen mit Schwarzeichenblättern. So. So. Wir bekommen jetzt eine wichtige Frage. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Gleich kommt's. Warum haben Biene 6 Beine? Ja, weil sie keine 6 Beine haben. Oder haben sie 6 Beine? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, das kann ich. Aber jetzt gerade nicht. So. Machen wir das hier mit dem Aufgang. Dann haben wir direkt hier unsere ganzen Gärten. Ja, das finde ich eigentlich ganz fancy. Gefällt mir ganz gut. So. Komm schon. Pflanze dich so komisch. So. Da kommt noch überall was hin. Sehr gut. Und da kamen dann immer wieder so kleine Aufgänge hin. So. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Da kann man dann, hier kommen dann der nächste Aufgang hin. Und da ist dann schon wieder die nächste Reihe. Ja, so wird es, glaube ich, ganz cool aussehen. Puh, aber jetzt geht mir schon wieder alles aus hier. Du kleine Ratte. Die sieht böse aus. Das ist ja wirklich eine Ratte, was hier rauskommt. Aber eine ganz... eine ruhige Ratte. Also, gute Sache. So, ich nehme jetzt mal das Fleisch hier. Und stelle mir einen Ofen. Ich glaube, Ofen sollte ich mir dann auch irgendwo hinstellen. Ja. So. Okay, wir haben gesagt, wir bauen ja jetzt dann eine geordnete Farm. Das heißt, ich muss dann für alle möglichen Sorten selber auch was bauen. Aber jetzt muss ich mal zuerst schauen, was es so zum Essen machen gibt. Wenn wir... Was haben wir hier alles eigentlich? Schon so viele Sachen haben. Muss ich kurz mal alles überprüfen. Kirschen. Schön. Jawohl, das kann man machen. Wie können wir Olivenöl machen? Ja. Das können wir mit Kirschen alleine. Es bleibt Kirschen. Und es gibt geölte Kirschen. Okay. Und ich weiß jetzt noch immer nicht, wie man Olivenöl bekommt, aber das muss irgendwie gehen. Also mit Kirschen können wir jetzt weniger anfangen. Mit Tomaten gibt es jetzt, dann können wir da eine Pizza machen. Halleluja, jetzt haben wir schon wieder dasselbe. Oh, habe ich noch falsch geschrieben? Jetzt bestellen wir das Kohl. Sowieso Kohlrabi. Das gibt es jetzt aber nicht. Wieso? Dann muss es ja, dann müsste man ja eigentlich mehr machen können damit. Habe ich mir gedacht. Brombeere. Okay, damit kann man einmal gar nichts machen. Champignon. Das gibt's jetzt aber nicht. Oh, ich habe das immer falsch angeklickt. Oh, das war mein Fehler. Das heißt, ich muss die Tomate nehmen. Und jetzt sieht man, wie man die Tomate jetzt bekommen kann. Das muss ich jetzt rechtsklick drauf machen und jetzt steht da, wo ich Tomaten überall verwenden kann. Ja, klar. Also ich brauche eine Backform, okay.
Eine Backform brauchen wir, wenn wir sowas haben wollen. Dann brauchen wir Salz. Woher bekommen wir Salz? Okay, Salz ist, sieht ganz wichtig aus, wenn er mich so fragt. So, okay, schauen wir mal, wo Salz dann zuvor kommen könnte. Und eine Backform. Ziegel, habe ich ja schon Ziegel irgendwas? Granit habe ich. Okay, das heißt, ich brauche unbedingt dann hier Clay. Unsere nächste Sache wird also, dass wir eine kleine Backstube bauen hier. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Aber jetzt muss ein bisschen Fleisch abbraten. Kann man eigentlich das eigene Fleisch braten? Das muss ich jetzt versuchen. Ich glaube, das schmeckt ja dann gleich viel besser. So gebratenes Menschenfleisch. Es funktioniert wirklich. Geile Sache. Bitbeutel, okay. Gekochtes Spielerfleisch. Okay. Coole Sache. So, wenn das fertig ist, dann gibt es bei uns noch eine Ratte. Ich meine, wer mag keine Ratte essen? Ich meine, lecker. Heute Mittag gibt es dann eine gebratene Ratte und, ja, okay, ein Bird kann ich mir vorstellen, dass der eigentlich ganz in Ordnung schmeckt. Noch nie versucht, aber ich kann es mir vorstellen. So. Was haben wir hier noch? Eine Fackeln. Haben wir noch Bruchstein. Einen Stack voll. Und ich muss jetzt mal ein bisschen was essen. So. Und mein Bird natürlich auch. Und voll sind wir. Jawohl. Und ich würde es echt cool finden, wenn wir hier dann einen kleinen Abgang bauen. So mit Stufen und dort dann direkt drinnen eine kleine unterirdische Farmlandschaft aufbauen. Das wäre echt ziemlich cool. Obwohl ich das jetzt an der Oberfläche auch ziemlich cool finde. Und ja. Und hier brauchen wir noch mehr Sträucher, dass wir hier dann direkt unseren coolen, guten Weingarten, also ich nenne ihn jetzt Weingarten, wo es eher mehr so ein Schlauchgarten ist, bauen können. Was passiert, wenn ich das wegbaue? Ah, der geht gar nicht. Wow, das ist auch cool gemacht. Versuche tue ich jetzt trotzdem. Fällt der Baum jetzt oder nicht? Was denkt ihr, Leute? Fällt er oder nicht? So. Wow. Und. Komm schon. Gleich steht da, ein Spieler wurde mit Baum erschlagen. Wow. Das geht echt. Ich kann den Baum mit einer Schaufel abbauen. Mit einer Schaufel. Geil. Okay. Auf jeden Fall, hier kommt dann unsere weitere Farm hin. Es wird noch alles abgebaut. In die Reihe. Achso, nee, hier wird nicht abgebaut. Ich gehört umgehend wieder zugemacht dann. Das, weil hier kommen dann noch weitere rauf und hier kann man dann überall hochgehen. Das ist auf jeden Fall der Plan so. So. Ja, und dann wird das alles mit Holz irgendwie abgeriegelt und dann passt das. Und hier haben wir wieder coole Sachen. Alles. Sobald ich jetzt endlich mal wieder Flieder brauche, hat keiner. Und das andere Zeug bringe ich noch kurz in meine Gemüselade. Dann schauen wir mal. Wo kommt Salz eigentlich vor? Salz. Süßkartoffel, Champignons. Rohes Schweinefleisch, Radieschen, Wildbeeren. Ach, so viele Sachen. Gekochtes Spielerfleisch kommt jetzt hier rein. Ja. So, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und nächstes Mal schauen wir mal, dass wir da jetzt ein bisschen einen cooleren Garten hier vorne zusammenbringen und vielleicht schon unsere ersten paar gekochten Sachen machen. Ja. Und ich hoffe auch mal, dass wir den
Weingarten oder so, dass ich den noch hier ein bisschen verschönern kann. Vielleicht mit so Holzwänden hier oder ja, schauen wir mal. Oder einfach nur größer machen. Ja, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein und wenn euch das gefallen hat, dann ladet euch doch den Hightail Launcher runter, ist in der Beschreibung verlinkt und spielt doch gleich mit. Dann ciao, ciao!